Have you ever thought of taking part in a reality show? Not many have what it takes to overcome insidious traps. To fight their way through endless masses of genetically engineered monsters. To please an ungrateful and bloodthirsty audience. To follow the path of the heroes who have survived and beaten this vicious reality show in the past. The illusion of escaping the cycle of poverty is as mesmerizing and treacherous as the singing of a siren. But it might be your only chance. Abandon all hope before entering this terrifying reality show called Killing Room. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zu Killing Room. Ja, was gibt's über Killing Room zu sagen? Es ist einfach eine Art The Binding of Isaac, nur in Ego-Perspektive. Und ich habe das Spiel vor kurzem mir gekauft in einem Steam-Sale und ich finde das Spiel sowas von süchtig machend und anziehend. Und ich habe mir gedacht, okay, wir zocken das mal. Ich habe jetzt schon einige Runden gespielt, deshalb steht hier Anzahl Tode 4. Das heißt, ich bin schon 4-mal gestorben. In Killing Room geht es darum, 8 Kapitel oder 8 Stockwerke zu bestehen, in denen jeweils unterschiedliche Räume aufgebaut sind, die immer unterschiedlich sein können, bis auf die Bossgegner. Und man muss sich halt, wie bei The Binding of Isaac, durch die Räume schlagen, zum Bossgegner kommen, den Bossgegner besiegen und dann hat man das Spiel quasi geschafft. Wenn man denn alle 8 Bossgegner besiegt. Habe ich noch nie geschafft, ich bin bisher nicht mal bis zum dritten Bossgegner gekommen und trotzdem ist das Spiel richtig cool. Auch gut, man kann dieses Spiel im Livestream zocken und eine URL für Zuschauer erstellen, denn es könnten sogar Live-Zuschauer hier zuschauen und mir dann Items und sowas geben oder nach den gewonnenen Runden verschiedene Items mir schenken oder die Zuschauer könnten mich bewerten, wie gut ist der Spieler, was gebe ich dem für einen Bonus und und. Wir haben jetzt hier Augustine the Terminator Wilson. Zufallsgegenstand, plus ein kritischer Treffer, feiere, dass du diesen Gegenstand gefunden hast oder auch nicht, lass uns nicht übertreiben. Plus 1% kritisch, wir machen Spielmodus normal und annehmen. Und jetzt kommt ein längerer Ladebalken und Leute, dieses Spiel ist echt wirklich, wirklich, wirklich schwer. Aber geil und macht verdammt süchtig und auch Spaß. Ich kann auch jetzt gerade zu dieser Sekunde sagen, dass ich heute mit einem provisorischen Headset spielen muss, denn ich habe heute In-Ear-Kopfhörer. Also wenn ihr wisst, was Handy-Kopfhörer sind, die benutze ich heute zum Aufnehmen und das ist furchtbar, denn meine Stimme hört sich dadurch so dumpf an, weil man das nicht richtig hört durch diese Kopfhörer und das ist einfach nur bäh, zum Abschmieren, wirklich, also das ist wirklich gefällt mir nicht. Okay, wir sind in Etage 1, das Irrenhaus, eigentlich gibt's auch ein Tutorial, aber das habe ich mir gedacht, überspringe ich mal, denn das ist nicht ganz so wichtig. So, die Ladezeiten sind gerade am Anfang ziemlich lang noch, ist aber alles kein Ding und wie hier steht schon, dieses Level ist trivial. Und man sieht sogar die Schwierigkeit des Levels und es geht bis 100%. Das heißt, das Spiel ist wirklich schwer. Es kann an manchen Stellen sehr, sehr unfair sein und es ist eigentlich kann man in diesem Spiel nur schlechte Items finden und muss versuchen zu überleben mit diesen schlechten. Es gibt auch gute Items, aber das ist die Ausnahme. Aber man muss wirklich versuchen, mit schlechten Items zu leben. Und man muss immer versuchen, dadurch, dass das eine Fernsehsendung ist, wie ihr schon am Anfang des Spiels im Intro quasi gesehen habt, muss man versuchen, die Zuschauer zu begeistern, damit die Zuschauer nach jeder gewonnenen Ebene ein gutes Item für euch rausspringen lassen oder den Zuschauerbonus sich erhöht, denn durch diesen Zuschauerbonus kaufen wir uns wiederum Items, können unsere Lebensenergie wieder auffüllen und. Also das Spiel ist schon sehr komplex und verdammt schwierig und die Ladezeiten, gottverdammt, ich hasse Ladebalken. Da sind die Ladebalken in Skyrim schöner. So, beliebige Taste drücken, mache ich. Und da sind wir auch schon, in Killing Room, Ego-Perspektive. Der erste Raum, hier sind die Zuschauer. Wenn wir auf das Ding hier schießen, kriegen wir
oben links Zuschauerbonusabzug. Also die Zuschauer lieben uns gerade zu 40%. Ich glaube 100% ist maximal möglich. Und hier haben wir gerade schon unsere erste Waffe bekommen. So eine Maschinenpistole. Wir bleiben aber erstmal bei der Pistole. Das Fadenkreuz, müsst ihr wissen, was ihr hier gerade seht, das habe ich nur, weil ich das schon freigespielt habe. Ansonsten müsste man nämlich ohne Fadenkreuz spielen. Und das ist nicht so geil, muss ich sagen. Alter, wie dämlich sich meine Stimme anhört durch diese Kopfhörer. Ich hasse es. Ich muss unbedingt schnell in den Laden fahren. Und so, das sind die ersten Gegner. Die sind noch einfach. Es gibt schwierigere. Man muss aber auch aufpassen. Wir können ja auch solche Fässer nehmen. Pass mal auf. Hier so. So, guck. Schmeiß mal hin. Und bumm. Ach ja, und hier. Also das Spiel ist wirklich... Es trimmt uns quasi dazu, zu sterben. Das muss man einfach sagen. Und hier haben wir jetzt Magazin. Das heißt, wir könnten eventuell 2 bis 3 Ammo dazu bekommen, wenn wir 12% unserer Popularität abgeben. Das heißt, 12% unserer Publikumsbeliebtheit, wenn wir das abgeben würden, hätten wir 2 Schuss für diese Waffe hier mehr. Vielleicht. Schon geil, oder? Guck mal, das können wir treten und dann können wir hier so... Hilfe! Die kamen ganz schön nah. Weg, weg, weg. So. Die Zuschauer lieben uns noch. Können wir... Oh, Tatsache, da können wir... jetzt haben wir mehr Munition für die Waffe. Na, das ist geil. So, was haben wir hier? Hier könnten wir ein schlechtes Item nehmen und hätten dafür 25% mehr Popularität. Nein. Nee, das ist scheiße, das möchte ich nicht. Ich meine, ich habe auch schon ein paar Runden gespielt von dem Spiel, deshalb ist das mir nicht mehr ganz so neu. Aber das möchte ich per Du nicht. Oh, Shop! Oh nein, die sind echt kacke, die Viecher. Hilfe! Lass mich mal durch. Aua, du Drecksack! Übrigens, man kann auch anvisieren in diesem... Nein, 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 Bärenfalle! Oh nein, oh nein, oh nein. Man kann auch anvisieren in diesem Spiel... Oben, unten links seht ihr uns übrigens unsere Lebensenergie. Man startet mit 40%. Man kann auch erstmal nicht höher kommen, das kann ich auch sagen. So, haben wir denn... Ja, haben wir. Dann nehme ich die 5%ige Weste mit. Meistens gibt es ja auch ein Item umsonst. Aber diesmal leider nicht. Dietriche, na, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Ich kann ja mal gucken. Wir haben noch 50 Münzen. Ich bin ein Held. Ich bin ein absolut... Oh. Okay, hier könnten wir 20% unserer Popularität abgeben und dafür $2000 erhalten. Ja, möchte ich jetzt auch nicht so unbedingt. Das wäre nicht so geil. Und vor allem, wie dumm sich dieses mein Gefasel ohne Headset anhört. Also ohne richtiges Headset. Ich meine, das ist zur Übungsphase okay, aber... Alter, wenn sich meine Stimme so in echt anhören würde, ich würde keins meiner Videos gucken. Also ich selbst nicht. Haut mal ab hier. Ihr stinkt. Ich habe diesmal aber auch keinen irgendwie... Boah, vor allem wie viele Fallen hier sind. Also so scheiße habe ich es echt noch nie erwischt. So, Raum ist komplett. Und die Dinger können wir hier mal ohne irgendwelchen... Toll, Geld. Schutzwesten oder... Heilung wäre mir da schon lieber gewesen. Man muss auch nicht alle Räume durchforsten. Aber gerade jetzt hier am Anfang sollte man das schon tun. Come on, you fuckers! Come on, you fuckers! Nein! Oh Gott. Oh, Falle. Das sollten wir nicht tun. Kommt mal her, kommt, kommt. Wir können auch ziehen, wie gesagt, und Feuer. Aber wenn wir ziehen, seht ihr unten rechts die Ausdauerbalken. Der geht weg. Das heißt, ziehen ist eigentlich... Idiotisch. Sehr idiotisch. So, hier haben wir Särge. Diese Särge... Oh, hier sieht man schon, was drin liegt. Hier kann man leicht durchgucken. Das ist Munition, so wie es aussieht. Diese Särge kann man aufsperren. Mit einem kleinen Rätsel. Beziehungsweise mit einer kleinen Knacktechnik. Also Aufsperrtechnik. Sowas ähnliches wie bei Skyrim, diese Aufsperrtechnik. Könnte man machen. Mache ich aber ganz sicher nicht, denn... erstens, die Leute lieben uns weniger, also unsere Popularität sinkt, wenn wir es aufbekommen.
Und zweitens, das ist ein schwerer Sorg, deshalb das ist nicht ganz so geil. So, 25% tot. Und dafür 50. So. Ich sterbe jetzt leichter, aber das ist mir egal. Oh, wir haben Dietrich. Denn ich möchte mir gerne die Weste hier holen. Ihr seht schon, unsere Popularität ist jetzt gesunken, aber dadurch, dass wir vorhin hier diesen Knopf genommen haben, sterben wir 25% schneller. Ja, ihr seht schon, man tauscht hier nicht fair. Wir sterben 25% schneller, haben aber unsere Popularität um 50% erhöht. Und das war, glaube ich, ganz okay. So, wartet mal, was waren hier eigentlich? Kurzer Leck. Ach, die Viecher wieder. Oh, ich hasse sie wie die Pest, ey. Ja, toll. Hat ja super geklappt. Huhu. Hahaha. Oh, da sind ja noch welche. Unsere Popularität steigt. Das ist sehr gut. So. Klappt gut. Was haben wir hier? König der Automaten. Neuer Gegenstand. Endlich bekommst du alles zurück. Du kannst alle Automaten zweimal verwenden. Shiny. Boah, wie jetzt? Alle Automaten zweimal verwenden. Das Item hatte ich noch nie. So, aufpassen, dass ich nicht in Bären fallen trete. Kann ich denn jetzt? Ach Mist. Aber jetzt, also jetzt danach könnte ich es dann sicherlich zweimal verwenden. Aber ist ja auch scheiße. Ich meine, dann geht ja Popularität verloren. Das ist ja... Naja. Nicht so pralle. Ey, wir kriegen echt kein Leben mehr? Echt gar kein Leben so? Gar nicht? Das ist schon echt kacke. Wartet mal, ich guck mal noch in die anderen... Ich guck mal noch mal in die anderen Räume, bevor wir zum ersten Bus gehen. Ich mache auch nach dem ersten Bus, den Folgenpart zu Ende. Weil so lange braucht man ja auch keine Folgen. Wir kriegen echt nirgendwo Leben noch dazu? Jetzt echt gar nicht? Also nirgendwo? Gibt es ja vielleicht noch irgendwo einen anderen Sarg? Tatsächlich nicht. So, wie viel Geld haben wir? 200. Was kostet das Ding? 250. Aber wir könnten uns 2000 Cash holen und 20% unserer Popularität verlieren. Aber nur um 2000 Cash zu haben? Da probiere ich lieber doch erstmal den Boss ohne irgendwelche großen Verbesserungen. Ach, hier können wir uns Leben holen. 20%. Ach, das lohnt sich noch nicht bei 31% Leben. Na gut, wir gehen zum Boss. Und da ist das Dickerchen, der erste Boss. Der ist eigentlich ganz einfach. Hier sieht man auch die Statistik, wie viele Spieler am Anfang gegen den verloren haben und wie viele gewonnen. Ihr seht schon, dass viele Spieler... Oh, oh, hier sollte ich weg. Jetzt macht er diese Feuerattacke. Da müssen wir hochspringen im richtigen Moment. Ansonsten haben wir ein großes Problem. Oh, oh. Komm, 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 komm. Oh! Ja, er hat uns getroffen. Hat aber diesmal nur... Okay, das hat geklappt. Komm schon, komm schon. Scheiße. Ja, das war sehr gut. Aber wir dürfen nicht so viel Rüstung verlieren. Das ist... Ihr fragt euch sicherlich auch, warum ich die andere Waffe nicht benutze. Weil es einfach noch nicht sinnvoll wäre. Komm schon. Puh. Das war knapp, dass der an uns vorbeigeschossen hat. Puh, puh. Hör auf mit dem Scheiß. Ich kann das nicht gebrauchen, den Mist. Stirb. Yeah. I'm the Killing Room Master. Oh. Schön, Verbandskasten. Oh, noch ein Verbandskasten. Sehr, sehr gut. Wir sind voll gut dabei. Das hat gut angefangen. Wir sind wirklich gut dabei. Das ist doch mega schön. Ey Leute, wir haben die erste Etage gepackt und das in unter 15 Minuten. Geil.
Okay, wir sind durch und Beliebtheit ist extrem hoch. Wir sind ein Held. Geschenk vom Publikum. Die Fliegenklatsche ist in deinen Händen eine tödliche Waffe. Du richtest mit der Fliegenklatsche 50% mehr Schaden an. Die Fliegenklatsche ist aber scheiße. 20% mehr Ausdauer und 10% maximale Gesundheit. Kokain, so viel Kokain. Boah, das ist selten. Und das ist legendär. Alter, was haben wir für geile Gegenstände bitte bekommen? Das ist ja mal mega. So, jetzt haben wir hier noch so einen Skillbaum. Und da können wir unsere Skills noch verbessern. So. Kritischen Treffer haben wir ja schon mehr, dadurch, dass wir dieses eine Item haben. Deshalb ist das nicht ganz so notwendig. Schaden. Ich gehe auf jeden Fall auf mehr Schaden. Höhere Munition ist sinnlos. Genauigkeit ist eigentlich auch gut. Ich gehe auf Schaden zweimal. Hier nehme ich... Ich nehme hier die Panzerung ganz hoch. Ausdauer ist schon extrem gut. Auch die Schnelligkeit ist nicht schlecht. Ich gehe hier auf Verteidigung und mache... Speichern und beenden? Ich mache Speichern und beenden, weil dann können wir in der nächsten Folge direkt in der zweiten Etage anfangen. Und das ist, glaube ich, geil. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder sonst irgendeine Form von Bewertung. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, Leute, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.